Hallo zusammen, was soll ich euch sagen? Gerade gestern beim Skat wurde mir folgende Frage gestellt: Können eigentlich auch 8 Trümpfer verloren werden? Es ist natürlich eine rein rhetorische Frage. Der Fragesteller selbst wird wohl gerade so ein Qualitätsspiel an den Ballon bekommen haben, war entsprechend ein wenig frustriert, denn logischerweise können auch so trumpfstarke Spiele verloren werden, wie alle anderen Spiele auch. Brauchen wir uns nur mal vorstellen, es fehlen etwa 2 starke Buben und Trumpf Ass. Wenn diese 3 Trümpfe dann in einer Hand sitzen, dreimal darauf gewimmelt wird, sind das alleine in diesen 3 Trumpfstichen schon fast 50 Augen. Dann muss in der Beikarte auch nur noch ein Stich abgegeben werden und schon ist das Spiel verloren. Wenn sogar 5 Stiche abgegeben werden, völlig chancenlos. Allerdings, meistens sind diese 8 Trümpfer natürlich schon auf der Siegerstraße. Die meisten potenziellen 8 Trümpfer werden übrigens als Grand gespielt und gar nicht als Farbe, weil dann etwa eine Fünferlänge und 3 Buben da stehen. Die gehen natürlich auch als Grand. Und die verbliebenen Farbspiele sind aufgrund dieser Trumpfstärke natürlich schon echte Monster und werden meist gewonnen. Selbst wenn die Beikarte dann nicht so gut ist, müssen die Gegner das ja erstmal erkennen. Die sind beide selber trumpfschwach und schonen in den ersten Stichen gerne mal ihre Vollen. Schon bist du 2 Luschen auch günstig los und dann gewinnst du solche Spiele natürlich oft im Schweinsgalopp. Aber es ist nicht garantiert und wie der Zufall so will, habe ich gerade ein wunderbares Beispiel von letzter Woche gespielt in der zweiten Bundesliga. Mein Vereinskollege Fabian war mit am Tisch, der hat es mir geflüstert. Dann war noch Jan Wittenberger mit am Tisch, deutscher Einzelmeister 2016, also schon auch ein sehr hochkarätig besetzter Tisch. Der Alleinspieler hat das Spiel in Hinterhand bekommen, schaute in diese wunderschöne Karte: 7er Kreuz plus Herz Bube, Beikarte ein bisschen schlapp, Pik Dame blank gedrückt und Herz König aus diesem Drilling gedrückt. Also mit Herz 8 Dame natürlich schon hier eine kleine Baustelle dabei, aber was soll's, das Spiel willst du natürlich trotzdem erstmal gewinnen. Eine kleine Reizung war auch dabei, will ich euch nicht vorenthalten. Mittelhand hatte 18 geboten, Vorhand hatte gehalten, dann war hier gepasst worden, Spieler hatte 20 gesagt, dann hatte auch Vorhand gepasst, also schon 3 Reizungen im Spiel, aber das muss natürlich nicht unbedingt etwas Böses bedeuten. Das Spiel lief los: Herz Lusche, Herz Ass, Herz Lusche, 11 Augen. Und klar ist das Spiel jetzt auch ganz schnell und einfach verloren, wenn die Herz-Lusche etwa in Vorhand blank ausgespielt wurde. Dann kommt jetzt Herz 10 hinterher, Herz 10, Dame, Schmierung, danach der letzte Herz, muss gestochen werden. Wenn dann hinten mit dem blanken Buben übergestochen wird, ist natürlich Schicht im Schacht. Das kann also schnell passieren, weil dann natürlich auch noch 2 Trumpfstiche mit Wimmelung abgegeben werden. Passierte hier aber nicht. Zum Glück, es kam Karo Lusche hinterher. Jetzt also schon die Frage in die Runde: Was machen wir denn hier mit dieser Karo Lusche? Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Das ist ja erstmal die gute Nachricht. Also, ich sag es mal so: Wer jetzt hier die Herz-Dame abwirft, der hat es geschafft, genau wie übrigens der unglückliche Alleinspieler, diesen 8-Trumpf-Riesen gegen eine stehende Siegverteilung zu verlieren. Und das Ganze, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sicher auch erkennbar. Der Abwurf Herz Dame ist hier ein grober Fehler. Und jetzt ist die Frage in die Runde: Ja, warum denn? Denn auf Herz Dame können sonst natürlich logischerweise 24 Augen fallen. Herz 10, eine Assladung und die Dame muss bedient werden. So sind wir doch die Dame jetzt hier auf 14 Augen losgeworden. Ja, stimmt natürlich, aber da ist natürlich noch etwas weiteres zu bedenken. Ihr dürft den Stich nicht so separat betrachten, sondern schon im Gesamtkontext. Und der Gesamtkontext sagt uns ja hier erstmal, es fehlen nur 3 Buben. Und wie groß ist die Chance eigentlich, dass diese 3 Buben Kreuz, Pik und Karo Bube in einer Hand sitzen? Wer glaubt denn daran? Also ich glaube nicht daran, denn das wäre sehr ungewöhnlich, dass dann hier bei 20er Reizung schon das Spiel gemacht wird, gerade wo auch derjenige, der die 3 Buben hat, ganz sicher schon mindestens 6 Trumpf und eine Farbe frei ist, wo wir alle Kreuzen haben. Wenn überhaupt, können die 3 Buben vielleicht nur hier stehen, denn mit einem Ass dabei wäre es völlig unrealistisch, dass jemand dann auf 20 passt. Deswegen, ja, ist auch dann der Abwurf Herz Dame nicht zwangsläufig ein Siegzug, wenn dann hier hinten der Mann mit den 3 Buben den Karo vollen rausnehmen kann. Aber nichtsdestotrotz, die eigentliche Aussage ist, sehr wahrscheinlich werden doch wohl die Trümpfe verteilt sein. Und dann gewinnen wir das Spiel sofort, wenn wir jetzt hier einstechen. Einen Überstich vermuten wir nicht, dann müssten hier schon 7 Karos sitzen. Und dann eine Trumpf-Lusche ziehen, denn dann fallen 2 Buben.
auf 15 Augen. Danach gibt es noch einen Bubenstich mit Wimmlung 28 und dann diesen teuren Herzstich mit 24 Augen. Dann haben die Gegner 52 und das war es. Nun wird der Spieler wohl vermutet haben, dass der Abwurf Herz-Dame hier genauso wenig kaputt macht. Da allerdings war er im Irrtum und dieser Irrtum sieht jetzt wie folgt aus. Hinten wird natürlich das Karo Ass rausgenommen. Das lässt sich sicher auch vorherahnen, dass das passiert. Und es sollte doch auch schon ziemlich klar gewesen sein, nachdem Herz aufgeschlagen, aber nicht zurückgespielt wurde, dass der Spieler in Vorhand eben hier aus der Herz 10 zu dritt gespielt hat. Und jetzt hat er eben folgenden Zug. Herz 10 hinterher und sein Partner sticht hier mit einem blanken dunklen Buben vor und das ist Schach und Schachmatt. Denn was bleibt jetzt noch? Einmal unterstechen. Gegner haben jetzt 37, es sind noch zwei Trumpfstiche unterwegs und hier stehen noch zwei volle, die versenkt werden können. Also mal ein ganz lustiges Beispiel für einen Achttrümpfer, der gegen eine völlig normale Verteilung Trumpf 2-1 und Herz 3-1 verloren wurde, obwohl er potenziell hätte gewonnen werden können. Und da muss man natürlich auch noch dazu sagen, dieser Stich hier auf die Karolusche, die Herz-Dame abzuwerfen, der sieht durchaus erstmal natürlich aus, da muss man eben dann schon diese Ecke weiterdenken, nicht isoliert das betrachten. Das war hier der spielentscheidende Fehler und damit gab es dann 72 minus statt 36 plus. Das holst du nicht wieder raus, das sollte euch also nicht passieren. Deswegen kann ich nur appellieren, Vorsicht, 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 immer die Antennen aufstellen. Der Sinn für Gefahr, der sollte ganz ausgeprägt sein. Damit lebt ihr beim Skat länger und dann wird euch dieses Malheur hoffentlich nicht ebenso passieren. Habt viel Spaß beim Skat, wir sehen uns bald mit weiteren Partien. Bis dahin, wie immer, gut platt!